in Spandau. Warum sind wir hier? Warum hast du den Ort hier ausgesucht für unser Treffen? Erstmal ist Spandau meine Heimat. Ich bin in Spandau geboren. Und alles, was so ein bisschen mit Motoren zu tun hat, ist schon so meine Leidenschaft, kann man sagen. Ich fahre, wenn es die Zeit zulässt, auch wenn ich es gar nicht sagen darf, eigentlich schon ab und zu Motorradrennen auch. Ach, so ist das, ey. Du fährst richtig Motorrad mit Rennen und allem drum und dran. Was sagt dein Trainer dazu? Mein Trainer weiß es, auch wenn er es nicht gern hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Nein, aber es ist schon so, es ist eigentlich relativ ungefährlich. Das hört sich immer dramatisch an, aber auf der Rennstrecke ist es meist ungefährlicher als auf der Straße. Also sind meine Chancen heute nicht ganz so hoch, denke ich, wenn du aus dem Bereich quasi kommst, wa? Das weiß ich. Du hast ja erzählt, du hast doch viel Erfahrung im Go-Kart schon gesammelt. Nee, hab ich nie erzählt. 2-3 Mal habe ich es mal gemacht, aber gut, ich gebe mir Mühe, dass ich mithalten kann. Cool. Dann lass mal los. Mein absoluter Lieblingsitaliener. Ich bin ja schon viel rumgekommen in der Welt und hier muss ich sagen, ist wirklich mit die beste Pizza, die ich so bis jetzt weltweit gegessen habe. Und ja, deswegen zum Pizzaessen bin ich eigentlich immer hier. Wir haben ja gesagt, wer die schnellste Runde fährt, der darf sich dann aussuchen, wo wir hingehen. Ne? Und ja. Habe ich dich natürlich dann nochmal so richtig fahren lassen und deswegen sind wir jetzt hier gelandet. Das freut mich. Also ich habe ja schon gemerkt, also ich bin ja am Anfang hast du ja ganz gentlemanlike mich immer vorgelassen, ne? So Ladies first. Und, aber du hast mir doch was verschwiegen vorher, oder? Das hast du schon ein paar Mal öfter gemacht, denke ja, ich mal. Ich hatte, wie ich schon erwähnt, also Motorsport ist meine Leidenschaft, was ich natürlich nicht erwähnt habe. Ich habe schon diverse Sachen gemacht, was das betrifft. Ich bin eine Rallye in China gefahren, also eine Etappe, das heißt von Guangzhou bis nach Peking, die Abschlussetappe, das waren 2000 Kilometer. Und das habe ich da mit meinem Zweierpartner Tim Wieskötter gemacht und war eine coole Erfahrung. War Motorsport, aber auch rein menschlich. Und das war auch so eine Erfahrung, die für mich natürlich sehr wertvoll war und extrem viel Spaß gemacht. Deswegen weiß ich schon, wie man mit dem Lenkrad und auf 4 Rädern umgeht. Yeah. Und ja. Bisher. Dankeschön. Danke. Prost erstmal. Ja, Prost. Das ist mein Lieblingswein hier. Der ja? Ist, ja? Okay, bin ich mal gespannt. Sehr süß. Mhm. Ja, aber nicht schlecht, was du alles schon erlebt hast. Und jetzt so generell jetzt mit dem Kanusport warst du ja auch viel unterwegs. Was hat dir da so am meisten gefallen, so an den Reisen und an den Ländern und so? Das Reisen, das ist auch das, was mich am Sport eigentlich so fasziniert. Wiederum finde ich es aber auch schön, immer wieder zu Hause zu sein und so diesen Wechsel eigentlich, das ist das, was es für mich ausmacht. Falken, sehen wir uns ja mit deiner Freundin zusammen, ne? Die auch Olympiasiegerin geworden genau, ist, Fanny Fischer. Genau, ja. Genau. Ja, und da bauen wir jetzt auch gerade ein Haus und da sind wir gerade am Verwirklichen. Bisher von den 4 Olympischen Spielen, die du schon bestritten hast, was sagst du da, was waren die aufregendsten oder was waren die schönsten Momente, die du da mitgenommen hast? Ja, der schönste Moment war natürlich als erster, als Olympiasieger die Ziellinie zu überqueren und das ist natürlich Athen, ne? In Athen 2004 war das. Das ist natürlich der Moment, den sich jeder Sportler irgendwie wünscht. Und 2004 war ich ja selber auch da, ne? Haben wir uns da gesehen eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube, das Problem ist, ihr seid immer relativ am Anfang dran. Sogar wir sind ja die Letzten. Wir sind die Letzten, also, selbst okay. Wenn wir uns gesehen haben, warst du wahrscheinlich immer ziemlich betrunken. Und ich hatte meinen Wettkampf noch vor mir. Okay, ja. Nein, aber ich glaube schon, wir haben uns gesehen. Ich meine, man sieht sich ja, das ist auch das Schöne an dem Spiel, dieses Beieinandersein, sportartenübergreifend eigentlich. Ja. Und was ich so cool fand in Athen war das, glaube ich, auch, dass wirklich immer, wenn die Medaillengewinner von ihren Sportstätten nach Hause gekommen sind, standen die anderen Sportler auf dem Balkon und haben gejubelt und haben sozusagen die Deutschen einen begrüßt. Und das war einfach so. Das sind die Momente, die sich bei mir einbrennen und die Olympia ausmachen, finde ich. So, ich hoffe, prego, signori. Dankeschön. Wow.
Ich hoffe, du hast großen Hunger. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist, was machen die hier im Verpitzen? Jetzt weiß ich, warum das dein Lieblingsladen ist. Man wird auf jeden Fall immer extrem satt. Ja, ich denke extrem satt. Die machen das hier immer ganz interessant irgendwie mit Grieß. Also das ist so Pizzateig mit Grieß. Ach ja? Mm. Ja. Deswegen hat das irgendwie eine besondere Note immer. Ja, aber wie sieht's denn aus? Was hast du so geplant für nach der Karriere oder neben der Karriere noch nebenbei beruflich irgendwie und so? Ja, also erstmal, wie gesagt, ich muss mein Studium erst noch zu Ende machen. Also mir fehlt noch eine Klausur und die Abschlussarbeit. Und ja, was dann kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich habe ein paar Sachen, viele Ideen auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel mit meinem Zweierpartner, dem Jonas Ems, habe ich ein Gerät entwickelt, ein Sportgerät speziell für Kanuten. Das ist eigentlich bei einem Bier entstanden im Trainingslager in Südafrika. Und wir haben überlegt, was man eigentlich besser machen kann am Training und haben ein Gerät entwickelt, was wirklich speziell auf unsere Sportart ausgerichtet ist. Und das vertreiben wir inzwischen weltweit. Wow. Und jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Aber das ist mit Sicherheit nicht das, was ich als Lebenserfüllung dann sehe für später, sondern vielmehr so als Start, als Lernphase. Und was dann kommt, müssen wir mal gucken. Na, aber das hört sich doch schon mal gut an. Also hast du auf jeden Fall schon mal ein Bein drin. Und wenn es mit dem anderen Kram dann nicht klappt, dann machst du da weiter und tüftelst eben noch ein paar neue Geräte aus. Und das hört sich doch cool an. Und Respekt, also. Ja. Darauf trink mal. Prost.